Monsieur de la Valette? Ja, Monsieur. Auf Veranlassung seiner Eminenz des Kardinals Mazarin übergebe ich euch dieses Dokument. Beeilt euch, wir haben nicht viel Zeit. Wie mir scheint, schlechte Nachrichten. Versuche zu fliehen, Henri. Sie wollen dich verhaften. Seit 3 Wochen wird auf der Festung der Insel Saint-Marguerite im Mittelmeer ein Unbekannter gefangen gehalten, den ein tiefes Geheimnis umgibt. Jeder wird mit dem Tode bestraft, der ihn ohne Maske sieht. An der äußeren Grenze des Königreiches, weit oben im Norden, schickt sich das französische Heer an, den Spaniern eine Schlacht zu liefern, die für die Zukunft des Landes entscheidend sein wird. Monsieur de Saint-Hilaire. Monsieur de Turel. Vergewissert euch, ob der Feind die Bewegungen genauso ausführt, wie ich es geplant habe. Ich sehe nichts als Sand. Und da ein Kaninchen, das die Flucht ergreift. So wird es auch dem Feind ergehen. Ein ausgezeichnetes Vorzeichen. Monsieur, seht, der Feind ist hinter uns. Wir sind umzingelt. Aber nein, es sind die Musketiere von Maulevrier und D'Artagnan, die wie vorgesehen als Nachhut aufziehen. Monsieur, alles ist zur Schlacht bereit. Der rechte Flügel steht dem linken gegenüber und der linke dem rechten. Was uns jetzt noch fehlt, ist der Feind. Monsieur de Boulain, mein Marschall, nehmt eure Dragonen und reitet zur Ziegelei. Monsieur de Maulevrier, Monsieur d'Artagnan. Ihr bleibt mit euren Musketieren hier und wartet auf das Zeichen der Trompete. Sobald ihr das Zeichen hört, greift ihr mit euren Truppen die Ziegelei an, die jenseits der Düne liegt. Wenn das eure Musketiere sind, d'Artagnan, dann beglückwünsche ich euch. Ihre Uniformen machen dem König Ehre. Es sind meine Musketiere, Monsieur. Das ist was anderes, Monsieur. Dann gelten meine Glückwünsche euch.